Herzlich willkommen zur neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla, die Belagerung von Paris. Und unser Ziel ist es, den König in der Schenke zu treffen. So wie ich es gerade gesagt habe. Der fette König. Welchen König sollte ich sonst meinen? Man sagt, er würde hier schlafen. Er hat hier geschlafen, gegessen, getrunken und ist wieder gegangen. Wohin er dann ging, woher soll ich das wissen? Kein Glück bei der Königssuche? Eivor! Nein, kein Glück. Einen so großen und bekannten Mann zu finden, sollte nicht so schwer sein. Komm, lass uns trinken. Wer sind diese komischen Leute? Narren ohne Schamgefühl und Ehre. Spieler, die für den König auftreten. Einer dieser Narren könnte uns vielleicht zum Obernarren führen, dem König. Lass gut sein. Da könntest du auch mit Betrunkenen reden oder mit Gauten. Oder betrunkenen Gauten. Eivor, ich sollte dir danken. Wofür? Dass du mich bei Siegfried unterstützt hast. Er will nicht mit den Franken reden. Aber ein Versuch ist es wert, oder? Ja, und du kannst es schaffen. Mit oder ohne ihm. Aber ich habe versagt. Niemand wird mir verraten, wo der König ist. Was soll ich tun? Ein weiser Krieger muss mit Schwert und Wort umgehen können. Sieh zu und lerne. Sei gegrüßt. Ich will deinem König mein Schwert geloben. Wo kann ich ihn finden? Als der große Bär schlief ein, schlichen die Narren hinein ins Zimmer vom großen Bär. Narren tranken darauf und sie tanzten zuhauf, nahmen den Zorn des Bären in Kauf. Der Bär könnte der König sein. Er hatte also ein Zimmer. What the fuck? Oben geht's bestimmt. Ja, guck mal. Das ist schlecht. Du da, du Komiker. Wo ist dein König? So stumm wie die Toten. Nun denn. So, König. Ah, Charles. Ich habe dein Versteck gefunden. Okay. Du sollst mit dir sprechen, Eva. Ich habe gefunden, was ich wollte. Charles ist in Amiens, im Theater. Gut, gehen wir. Nein, er könnte wütend werden, wenn er jemanden von Siegfrieds Clan sieht. Ich gehe besser allein. Wie du wünschst. Wir treffen uns hier, wenn du fertig bist. Dann erstattest du mir Bericht. Okay. Begib dich zum Amphitheater in Amiens. Kann ich da auch jetzt eine Schnellreise machen? Ja, kann ich. Ach, ein Traum. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja, 18 Sekunden, geht schneller. Ne? Los, sehen.
unaussprechlicher, wie groß ein König ist. An seinem Wuchs, seinem Gewicht, der Länge von seinem Ellbogen. Nein, eine Oh, Tochter Babylons, der Vernichtung geweiht. Wohl dem, der die Kleinen sich nimmt. Ja, Dämon, was? Was tut er mit den Kleinen? Er schmettert sie gegen die Steine. Nein, 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 nein! Ach, es ist nur der Heide. Von Lucifer in die Irre geführt, aber dennoch sterblich. Charles, ich habe zwei Stimmen vernommen. Wer ist noch hier? Niemand außer mir und diesem schwachen, fleischlichen Geschöpf. Verzeih mir. Mit etwas zu reden, das es nicht gibt, öffne Tür und Tor für Dinge, die wahrhaftig echt sind. So viel weiß ich. Sei unbesorgt. Mein Dämon ist wahrhaftig. Wie auch mein Gott. Töte mich. Mach mich zum Märtyrerkönig. Ich sollte dich auf der Stelle erschlagen für deine Possen mit mir und der Königin. Das verhilft dir nicht zu dem, was du willst. Frieden und freie Hand in Englerland, richtig? Odo ist uneinsichtig. Siegfried will die Stadt niederbrennen. Aber du kannst Paris retten. Wenn die Welt so simpel wäre, wüchse Brot an Bäumen. Odo ist ein großer Mann, mit noch größerem Ehrgeiz. Alle meine Edelleute wollen etwas von mir, ebenso wie der Papst und die Griechen, die Slawen, die Sachsen, die Sarazenen. Und ihr Nordleute, ihr wollt Land, Geiseln, Tribute. Manchmal ist die beste Tat, gar nichts zu tun. Du willst, dass deine Feinde sich gegenseitig abschlachten? Sollen meine Gegner doch Gottes grüne Erde rot tünchen mit dem Blut der Ungläubigen, während der fromme Charles für Frieden betet? Gibt es nichts, das du willst? Mittlerweile weißt du, dass ich mich um dieses unfruchtbare Ödland von einer Gattin nicht schere. Doch um deinen Sohn, Bernard. Mein einziger Erbe. Bring mir den Prinzen, unversehrt. Und ich ziehe dein Angebot in Betracht. Sonst schleich dich. Du willst, dass ich ihn zu einem schäbigen Theater bringe, wo du im Dunkeln Selbstgespräche führst? Oh. Nein. Präsentiere mir meinen Sohn auf dem Schlachtfeld, vor meinen Männern und Vasallen. Warum? Warum warten? Meine Edlen müssen sehen, wie ich etwas von euch Nordleuten bekomme. Nun, bis dieser Tag anbricht, dort ist der Ausgang. Nein, eine Majestät beurteilt man nicht, indem man seine... Der König ist ganz schön kaputt im Kopf. Wenn nicht sogar ganz schön plemplem. Aber nun gut. Lässt sich wahrscheinlich einfach nicht ändern. Also wir können aber nichts ändern. So. Wo können wir runterspringen? Da können wir runter. Ich sollte mich vermummen. Da ist Siegfried. Da sind wir in Paris. Alter. Ein Glück haben wir Paris, also die Aussprache Paris, lange nicht mehr gehört. Das macht mich sehr glücklich, bin ich ehrlich.
Zieht dir das Ale gar nicht an? Wie viel hast du getrunken? Nicht genug, um diese fränkischen Skalden zu mögen. Doch sprich, nimmt Charles unseren Waffenstillstand an? Er will erst mit uns reden, wenn wir ihm seinen Sohn Bernard aushändigen. Aber wir haben den Bastard gar nicht. Nein, aber ich weiß, wo die Königin ihn hingebracht hat. Zum Siechenhof, südlich der Stadt. Ich sammle meine Tarne und nehme beide als Geisel. Den Prinzen zu entführen wäre unehrenhaft. Aber wir sollten den Jungen im Auge behalten. Ich kenne einen Mann, der wachsam und verstohlen ist. Piers. Eine weise Wahl. Also sind wir der Brandschatzung der Stadt wieder einen Schritt näher. Ja, und ich will das nicht. Aber was sollen wir tun? Wir sehen uns im Lager, Tucker. Wir sehen uns im Lager, Tucker. So, auf zu Siegfried. Siegfried. Das ist eigentlich richtig. So, komm. An den Teppichen vorbei. Hier hoch, wunderbar. Ja, ha. Wir müssen nach Standorten für seine Katapulte suchen. Genau das habe ich vor, Eva. Und komm. Und komm. Zieh dich. Zieh dich. Komm. Da, die Werkstätte. Ein guter Ort für unsere Katapulte. Ein Heer hölzerner Giganten, das die Mauern einreißen wird. Diese Franken da, was machen die? Ach, die schlachten heute wieder einen der ihren ab. Warum? Wer weiß das schon? Weil einer einen falschen Gott anbetet, mit der falschen Frau schläft, dem falschen König folgt, muss er nach fränkischem Gesetz sterben. Bei den Sachsen ist das sehr ähnlich. Ja, aber die Sachsen sind weniger. Sie sind gespalten und sie kämpfen gegen uns und gegen die Kelten. Die Franken dagegen sind unter einem großen König vereint. Das ist, als würde man den Fenriswolf auf die Welt loslassen. Wir sind Gottes Priester und wir sind gerecht. Tust du aber Böses, so fürchte dich, denn wir tragen das Schwert nicht umsonst. Wer sind diese beiden? Ich habe diesen Kriegerpriester bereits mit Graf Odo gesehen. Guzelin und Ebel, Krieger und Brüder. Der eine führt die Priester von Paris, der andere die fränkischen Heere. Denn wir sind Gottes Diener. Rächer zur Strafe dessen, der Böses tut. Darum müsst ihr immer zu... Bruder, du redest zu viel! Los, lass uns diese Werkstätte einnehmen. Ja, das war kurz und kompromisslos. Zack, Kopf ab. Ein ziemliches Spektakel. Eines Tages werden wir uns den Franken stellen müssen. In der Tat, aber dieser Tag ist nicht heute. Meine Männer sind bereit. Komm, nehmen wir einen Standort für die Katapulte ein. Ich würde meine Krieger nie einen so schändlichen Tod sterben lassen. Ich auch nicht, doch ich bin in vielen Landen schlimmen Anführern begegnet. Du hast recht, Siegfried. Die Franken haben die Bosheit nicht für sich gepachtet. Fast geschafft. Lass uns unauffällig weiterziehen und auf den Dächern bleiben. Der läuft ganz schön. Der Schädelbrecher ist da! Merkwürdig. Wir nehmen diese Werkstätte ein und machen sie zu unseren! Wir haben alles ausgekundschaftet. Es wird bewacht, aber nicht gut. Und wie ist die Sicht? Genau richtig, damit unsere Katapulte Steine auf diese vermalle. Ich hatte dich nicht für einen Dachkletterer gehalten, Siegfried! Ich bin kein Gamswild wie du! Doch mit kleineren Klippen und Mauern komme ich schon zurecht! Genau richtig, damit unsere Katapulte Steine. Angriff! Rache oder Tod! Unsere neuen Katapulte sehen sich die Schlacht her. Klang von Herzen, Eif von Stein und Klippen. Trau dich, Ex-Fein! Zurück!
Okay, cool. Das, meine lieben Freunde, ist Krieg. Pulver, hier ist jemand, der dich aus dem Leben befördert, Junge. Das ist also der angekündigte Feuerregen, ja. So, der Kollege ist verbrannt. Haben wir es auch geklärt. Ein großer Sieg. Die Götter haben uns beigestanden. Wohl wahr. So haben wir noch einen Ort, von dem aus unsere Katapulte die Mauern zerstören können. Eivor, kennst du das Schicksal von Vidar Odinson? Der Gott der Rache, der in der Schlacht am Ende aller Tage neben seinem Vater kämpft. Ja. Wieder rechten. Wieder bricht dem großen Wolf mit bloßen Händen das Genick und stößt ihm dann die Klinge in den Bauch. So sagen es die Nornier. An Tagen wie heute laufe ich in den Schuhen des Wieder und räche meinen Bruder. An anderen Tagen ist da nichts. Wir werden diese Mauern über Odo einstürzen lassen. Und ich werde meinen Bruder rächen. In Ordnung. Wir treffen uns im Lager, wenn alles bereit ist, Siegfried. So, Feuerregen abgeschlossen. Dann geht es jetzt darum, noch die Armensiedlung zu clearen und dann wird Paris womöglich komplett aus dem Leben gebumst. Ja, mal gucken. Ob das dann so alles funktioniert, wie wir uns das jetzt vorstellen. Was ist los? Weiter, immer weiter. Ich soll ausrasten. Habe ich irgendwas verpasst? Das Volksfest oder... So, zu den Seemannsbädern. Jetzt auf zu Norwen, der Baton. So, jetzt auf zu Norwen, der batonischen Schmugglerin, von der Toka erzählt hat.
Wenn die Stadtinsel eine Schwachstelle hat, dann kennt sie sie. Schmuggler, entschuldigt mir Wein. Bewache mein Lager. Verzeih, hast du gerade eine Schmugglerin namens Nolwyn erwähnt? Oh ja. Diese verdammte Diebin versprach mir Wein, wenn ich ihre Waren bewache. Oh, und wo sind ihre Waren? Ein Stück Richtung Osten. Es ist ein Seuchenkreuz drauf gemalt. Danke, mein Freund. Vielleicht solltest du dich ausschlafen, bevor du wieder auf Wachdienst gehst. Oh ja, gute Idee. Dieser Schmuggler entschuldet mir Wein. Ava weiß es einfach. Dieser Schmuggler entschuldet mir Wein. Ja, du, wenn du dich die ganze Zeit wiederholst, bringt das auch nichts, mein Freund. Und ich schenke dir Wein. Durchsuche das Lagerhaus. Nahrung, Kräuter, Heilwickel. Ich frage mich, für wen das gedacht ist. Pfeilspitzen, Wetzsteine, Schmuggelgüter, die für die Stadtinsel gedacht sind. Die Schmugglerin muss die Insel gut kennen. Hallo, Hundi. Dann verschieben wir jetzt noch das hier. Sehr schön. Königin scheint die Schmugglerin zu kennen. Vielleicht kann Richardis mir helfen, Nolwyn zu finden. Hoffen wir es, ne, Ava? Hoffen wir es. Die Frage ist natürlich, wo sich diese befindet. Und die befindet sich natürlich in der Kirche. Wo auch sonst. Heidenunhold, bewaffnet auf heiligem Boden. Ein Vertrauter. Gute Leute, brecht bitte den Kirchfrieden nicht. Wie kann man diesen teuflischen Heiden trauen? Wie viele hast du schon getötet? Freunde, vergesst nicht. Als der gute Samariter den Geschundenen sah, hatte er Mitleid und verband seine Wunden. Du bist fleißig, Königin. Jemand muss sich um die Opfer des Krieges kümmern. Das war die Seuche, nicht der Krieg. Der Krieg bringt die Seuche, Ava. Ich bin noch nicht bereit, zu Charles zurückzukehren, wenn es das ist, was dich herführt. Nein, ich suche eine Bretonin, die sich hier aufhält. Ihr Name ist Nolwyn. Ich kenne sie, eine freischaffende Diebin. Eine verrufene Frau, jedoch nicht ohne Talent. Für die, die zahlen können. Man sagt, sie könne Waren und Botschaften über Mauern hinweg und an Wachen vorbeischmuggeln. Ja. Und warum brauchst du die Hilfe dieser Frau? Ich habe alle Seiten um eine Waffenruhe gebeten. Ohne Erfolg. Aber ich gebe nicht auf. Aber Siegfried, der Frankenschlichter, führt das Heer, nicht du. Er bringt seine Rache über uns. Stadt für Stadt. Weil die Franken seinen Bruder getötet haben. Wie viele Nordmänner müssen sterben, damit Siegfried einen Mann rächen kann? Soll seine Nichte auch sterben? Oder du? Ich kann keine Heere aufhalten. Nur für Waffenruhe und Vernunft werben. Ich tue, was ich kann. Du hast mein Leben gerettet. Ich muss diesen Schritt wagen und dir trauen. Mein guter Samariter. Danke, Königin. Ich stehe in deiner Schuld. Wirklich. Und wo befindet sich die Bretonin? Das weiß ich leider nicht. Sie kommt ab und zu hier vorbei. Ich weiß es. Ich weiß, wo Nolwyns Versteck ist. Bitte, Eivor, lass mich dich hinführen. Kindermund tut Wahrheit kund. Nun gut. Aber komm schnell zurück, kleiner Bär. Der König wollte doch seinen Sohn haben. Nicht so schnell, kleiner Prinz. Hier ist es nicht sicher. Was ist, wenn wir den nicht einfach gleich wegsnacken? Ich meine ja nur. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, bleibt gesund und ciao!